Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Rahmen der Reihe Studienorganisationen darf ich Sie heute begrüßen zum Thema Leistungspunkte, Semesterwochenstunden und Selbstlernen. Alles Begriffe, die Sie aus dem Studium kennen, deren Zusammenhang aber nicht immer hundertprozentig klar ist. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Gut, lassen Sie uns direkt anfangen. Leistungspunkte, Credit Points und ECTS-Punkte, das ist das Thema dieses Beitrags. Und zunächst mal einfach nur ganz kurz nochmal ECTS, das steht für European Credit Transfer and Accumulation System. Und das ist eben das System, was auch immer hinter den Bologna-Reformen steht. Also die Reform des Hochschulsystems ist ganz eng mit dieser Abkürzung verbunden. Leistungspunkt, Credit Point, ECTS-Punkt, das wird hier und auch sonst vollkommen gleichwertig verwendet. In der EU gilt, dass ein Leistungspunkt einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Arbeitspunkten entspricht. An deutschen Universitäten brauchen wir es gar nicht so kompliziert zu machen. Da können wir sagen, eigentlich immer entspricht ein Leistungspunkt einem Aufwand von 30 Arbeitsstunden. Nun sollen im Vollzeitstudium 60 Leistungspunkte pro Jahr erworben werden, 30 Leistungspunkte jedes Semester. Und damit ist klar, wie viele Stunden pro Jahr das sind. Einfach 60 Leistungspunkte pro Jahr mal 30 Leistungspunkte, 30 Stunden pro Leistungspunkt ergibt eben 1800 Stunden pro Jahr. Ist das viel? Ist das wenig? Naja, zunächst mal können wir natürlich feststellen, dass das ein Fünftel des gesamten Jahres entspricht. Wenn wir aber eher noch abschätzen wollen, ob das jetzt viel oder ob das wenig ist, lohnt es sich, das mal zu vergleichen. Und als Vergleich ist geeignet das, was ein Arbeitnehmer denn pro Jahr arbeitet. Vollzeit natürlich auch wieder gerechnet. Dazu müssen wir wissen, wie viele Arbeitstage wir haben. Das sind etwa 255, schwankt natürlich auch immer ein bisschen, aber 255 ist ein guter Mittelwert. Und davon abziehen müssen wir die Urlaubstage. Das sind in Deutschland ungefähr 30, sodass wir auf 225 tatsächliche Arbeitstage für einen Arbeitnehmer kommen. Und wenn wir das mit 8 Stunden pro Tag multiplizieren, kommen wir auf 1800 Stunden. Das heißt, wir stellen hier fest, diese 1800 finden wir wieder. Ein Vollzeitstudium entspricht einem Arbeitsaufwand von 1800 Stunden und ein Vollzeitarbeitnehmer arbeitet eben auch 1800 Stunden pro Jahr. Das ist kein Zufall, sondern genau so ist das Ganze eben konstruiert. Das heißt, man wollte, als man das Bologna-Studium konstruiert hat, wollte man eben tatsächlich diesen Wert von 1800 erreichen, der dem Wert eines Arbeitnehmers entspricht. Der nächste Begriff sind die Semesterwochenstunden. Semesterwochenstunden, da stehen natürlich die Semesterwochen mit drin, also müssen wir wissen, wie viel Wochen haben wir denn im Semester? Und das sind die Vorlesungswochen, das heißt, das ist die Präsenzzeit. Das schwankt ein bisschen zwischen Sommersemester und Wintersemester, aber ein guter mittlerer Wert ist 14. 14 Wochen Präsenz pro Semester ist ein guter Mittelwert. Und die einzelne Stunde, das ist keine Zeitstunde, sondern das ist mehr wie eine Schulstunde, das sind 45 Minuten. Somit können wir ausrechnen, dass eine Semesterwochenstunde eben 3/4 Stunde mal 14 Wochen gleich 10,5 Stunden beinhaltet. Und wenn wir das noch dividieren durch die Anzahl der Stunden pro Leistungspunkt, nämlich 30, dann kommen wir auf 0,35 Leistungspunkte. Eine Semesterwochenstunde in Präsenz
entspricht also schon mal 0,35 Leistungspunkten. Das kann man auch umstellen, kann man genauso gut auch andersrum ausdrücken. Ein Leistungspunkt entspricht dann eben 2,86 Semesterwochenstunden Präsenz. Machen wir ein Beispiel, das macht das Ganze noch viel klarer, wie wir dann auch auf den Rest kommen. Nehmen wir ein Modul, das zwei SWS-Vorlesungen hat, zwei SWS-Übungen, also insgesamt 4 Semesterwochenstunden in Präsenz. Und im Erfolgsfall können in diesem Modul eben 5 Leistungspunkte erworben werden. Dann können wir jetzt einfach mal das Ganze zusammensetzen. Präsenzzeit 4 Semesterwochenstunden entspricht 4 mal 10,5 Stunden, also 42 Stunden. Ich kann genauso gut auch in Leistungspunkten rechnen. 4 Semesterwochenstunden entspricht 4 mal 0,35 Leistungspunkten gleich 1,4 Leistungspunkte. Da bleibt offensichtlich bei einem Gesamtumfang von 5 Leistungspunkten oder eben 5 mal 30, 150 Stunden noch was übrig. Die Differenz, den Rest kann ich ausrechnen. Einmal Stunden, 150 minus 42 gleich 108 Stunden. Oder auch als Leistungspunkte, 5 Leistungspunkte minus 1,4 Leistungspunkte gleich 3,6 Leistungspunkte. Dieser Rest, das, was nicht in Präsenz geleistet wird, das ist alles andere. Sprich, das ist tatsächlich die Selbstlernzeit, das ist aber auch die Prüfungszeit, das ist die Summe von beiden. Prüfungszeit, typischerweise 1-2 Stunden, können wir schon fast vernachlässigen, aber der Vollständigkeit halber sei es hier mit erwähnt. Ja, 108 Stunden für alles andere. Brechen wir das nochmal auf die Woche runter, dann ist es leichter zu verstehen, dann ist es konkreter. Wir können die 108 Stunden runterbrechen auf die 14 Wochen, in der tatsächlich auch Lehrveranstaltungen sind. Dann kämen wir auf 7,7 Stunden pro Woche, aber eben nur für die Vorlesungszeit gerechnet. Oder wenn wir die 108 Stunden runterbrechen auf die gesamte Semesterlaufzeit abzüglich Urlaub, 22 Wochen runterbrechen, dann kommen wir auf knapp 5 Stunden pro Woche Selbstlernzeit und Prüfungszeit gemeinsam. Ja, warum ist das wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie groß diese Zeiträume sind? Diese Selbstlernzeit, dass ich weiß, wie viel Zeit soll ich denn für dieses Modul noch selbst lernen, ist für den Studierenden einfach als Anhaltsgröße wichtig. Es ist quasi ein Versprechen des Lehrenden, dass wenn er so viel aufwendet für sein Studium, dass er dann sehr, sehr gute Chancen hat, dieses Modul tatsächlich auch erfolgreich zu bestehen. Umgekehrt ist es auch für die Lehrenden wichtig, dass sie diese Rechnung machen, weil sie sollten schon ihre Lerninhalte natürlich so anlegen, so konstruieren, dass man mit dieser Zeit auch tatsächlich auskommt. Das ist also für beide tatsächlich eine außerordentlich praktische und wichtige Größe, das zu wissen. Ja, natürlich kann man das auch formelmäßig nochmal zusammensetzen. Das sind im Prinzip jetzt einfach die ganzen Informationen nochmal zusammengetragen. Selbstlernzeit pro Semester ist dann eben Leistungspunkte mal 30 minus 0,35 SWS mal 30. Und ich muss natürlich die Prüfungszeit noch abziehen, damit ich nur die Selbstlernzeit habe. Das kann ich vereinfachen. Ich kann erstmal die Prüfungszeit hier rausstreichen aus dieser Formel und sagen, das ist eine kleine Größe, das spielt hier keine Rolle. Und dann kann ich von den 30 Stunden, die hier stehen, einen Faktor 3 in die Klammer reinziehen und 3 mal 0,35 ist ungefähr 1. Und dann komme ich zu einer vereinfachten Formel, 3 mal die Leistungspunkte minus die SWS und das Ganze mal 10 Stunden. Das ist ungefähr die Selbstlernzeit. Konkret mit den Daten dieses Beispielmoduls, wenn ich exakt rechne, kommen natürlich wieder diese 108 Stunden raus, von denen ich noch die Prüfungszeit abziehen müsste. Wenn ich diese Überschlagsrechnung mache, komme ich auf 110 Stunden. Das ist kein großer Unterschied. Die entscheidende Frage ist natürlich, wir können das so ausrechnen, die Frage ist, was ist das wert? Ist das belastbar? Ist das in irgendeiner Weise realistisch? Und dann kommen wir in den empirischen Bereich. Dann muss man tatsächlich wissen, wie viele Studierende denn
tatsächlich für ihr Studium aufwenden. Wir haben also die Frage, ob die Annahmen realistisch sind. Und ja, die Semesterwochenstunden und die Leistungspunkte, die sind bei der Konstruktion des Moduls vom Lehrenden vorgegeben worden. Sprich, die Frage ist, ist das realistisch oder ist das nicht? Und wenn ich das beantworten will, dann geht es um den Workload. Den muss ich dann tatsächlich mal empirisch messen. Das hört sich leicht an, ist aber tatsächlich außerordentlich komplex. Da haben sich schon sehr viele dran versucht. Viele Studien werden heftig kritisiert. Eine, die relativ wenig kritisiert ist, weil sie auch sehr umfangreich ist, ist die sogenannte Zeitlaststudie von Schulmeister und Metzger zum Workload in Bachelor-Studiengängen. Das Ganze hat schon 2009 begonnen. Die Quelle, die ich hier verlinkt habe, beschreibt die Ergebnisse bis 2018. Und es ist davon auszugehen, dass auch künftig hier immer wieder Updates veröffentlicht werden. Um es ganz kurz zu machen, was rauskommt, ist, dass eben im Mittel nur knapp 25 Stunden pro Woche von Studierenden für das Studium aufgewendet werden. Die Ergebnisse der Studie zeigen aber auch, das ist mal ein Bild aus dieser Studie, dass die Schwankungsbreite eben sehr groß ist. Das hier ist der durchschnittliche Workload pro Woche in 29 Stichproben, verschiedene Standorte, verschiedene Studiengänge. Und man sieht, dass das hier hochgeht bis 34, aber auch runtergeht bis 14. Und eben ja, dieser mittlere Bereich, der relativ ausgeprägt ist, um die 25 Stunden herum, da liegt eben das meiste. Das ist hier in einer anderen Grafik auch nochmal dargestellt, im Prinzip so als Verteilungsfunktion der Median hier bei 25. Und es sind verschiedene andere Werte noch eingezeichnet, zum Beispiel hier der Bologna-D-Wert, das wäre der deutsche Wert, der mit von 30 Stunden pro Leistungspunkt ausgeht und dann eben entsprechend 40 Stunden pro Woche entsprechen würde. Sie sehen, dass nur ein relativ geringer Teil der Studierenden oberhalb von dieser Grenze liegt. Der größte, der weitaus größte Teil liegt eben in diesem Gebiet unterhalb dieses Wertes. Und das zeigt zunächst mal, dass eben diese Annahmen doch relativ konservativ sind. Und das ist gar nicht schlecht. Wir nehmen das zur Kenntnis. Das heißt, wenn wir tatsächlich von diesen Selbstlernzeiten ausgehen, dann kommen wir typischerweise nicht in die Situation, dass wir Studierende überfordern im Sinne von, dass sie dann überhaupt keine Zeit mehr haben, das schaffen zu können, sondern es ist eher so, dass die meisten Studierenden noch wesentlich mehr Zeit für ihr Studium aufbringen könnten, vielleicht aber eben nicht müssen. Ein Ergebnis, das hier in dieser Studie tatsächlich auch noch herausgekommen ist, auch das möchte ich kurz noch erwähnen, ohne es im Detail zu erläutern. Manchmal wird die Vermutung geäußert, die Studierenden, die nicht präsent sind, die würden dann vielleicht das Ganze kompensieren durch mehr Selbststudium. Das kommt nicht raus in der Studie. Das Gegenteil ist der Fall. Die wenig präsent sind, haben bis auf Ausnahmen natürlich, aber in der Regel auch tatsächlich relativ wenig Zeit fürs Selbststudium aufgewendet. Gut, das soll es auch schon an dieser Stelle schon gewesen sein. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie Sie aus den Angaben von Präsenzzeiten in Semesterwochenstunden und Leistungspunkten, das sind Angaben, die Sie ja in den Modulbeschreibungen finden, eben auf die Selbstlernzeit schließen können. Und es ist hoffentlich auch klar geworden, dass Sie diese Zeit auch durchaus aufbringen können. Gut, dann bleibt mir nur
mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Und ich habe Ihnen hier auf dieser Folie auch nochmal die Webadresse der Professur angegeben, über die Sie mich kontaktieren können und wo Sie auch weitere Informationen finden. Besten Dank.